Hallo und herzlich willkommen. Und zwar bin ich auf der Zukunft Personal und auf der linken Seite habe ich den Martin. Und hinter mir natürlich den Holger und den Jürgen. Komm mal mit. Also Jürgen, stell dich kurz mal vor, bitte. Ich bin Jürgen Schmidt, Content Creator, viele Leute sagen auch Corporate Influencer bei der Deutschen Bank mit der Expedition Finance. Wissen, vermitteln, Zugang geben und ja, in die Diskussion kommen. Martin, du bist. Ja, ich bin Recruiting-Berater rund um das heiße Thema Fachkraftmangel und ich helfe Kunden und allen anderen, die es wissen wollen, neue Leute zu finden. Jürgen, du hattest ja gerade einen Vortrag. Was war das Thema? Thema ist authentische Kommunikation. Auch interessant, wie bekommst du ein Corporate-Thema besser noch ausgespielt? Klar, Menschen folgen Menschen, also versuche ich die Geschichten, die auf dem Corporate laufen, auch auf meinem persönlichen Account zu ergänzen. Das heißt, du hast Scheinbücher zu geben und ja, bist halt Mensch, zeigst du, was du machst. Wir haben einige Unternehmen. Martin, du bist ja Recruiter in dem ganzen Großen, aber was sollen wir jetzt machen? Sollen wir KI benutzen? Oder lassen wir es einfach? Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Alles, was Daten sind, kann KI besser als Menschen, aber Menschen können besser mit Menschen. Das heißt, ich empfehle Recruitern wieder Mensch zu sein und die Daten der KI zu überlassen, genau, wieder den Influencer auf menschlicher Ebene zu spielen. Das ist, glaube ich, momentan das Wichtigste, was es gibt. Data-driven Recruiting ist seit 2 Jahren in und ich sage, es ist eigentlich tot, weil die KI kann besser data-driven sein als jeder Recruiter es hier könnte. Wir haben leider Tolga vergessen. Der Tolga unterhaltet sich gerade dort. Aber lass uns mal weitergehen. Jürgen, wie sieht es bei der Deutschen Bank dann alles aus, wenn ich jetzt, wie kompliziert ist das eigentlich mit dem Corporate Influencer und wie schaffst du das alles in einem Pakt zu erleben? Das ist ja nicht offiziell, also das heißt, dieser Begriff Corporate Influencer fällt für uns, ich bin ja Content Creator und habe dieses Wissensformat mit der Expedition Finance, das bedeutet, wir wollen ja über die Themen und Trends von morgen reden. Ja, mittendrin. Ja, macht das. Mittendrin und auch dabei, ja. Trotzdem muss man sagen, ne? Das heißt, im Endeffekt habe ich ein Wissensformat, das ich bespiele. Und Wissen zu torpedieren wäre ja auch irgendwie ein bisschen doof. Das heißt, Finanzwissen, Finanzbildung ist was, das fehlt da draußen noch ganz viel. Also da ist noch viel Luft nach oben, da könnte es mehr geben. Deswegen gibt es auch keine Konkurrenz letzten Endes in diesen Projekten. Ich bin ja froh, wenn Leute über die Themen berichten. Das heißt, ob du über eine KI, über einen Quantencomputer... Du hast ja auch Metaverse gerade so erwähnt, ganz kurz. 8 Clips bisher, 8 Filme haben wir schon gedreht dazu. Ey, ihr seid der Vorreiter, oder? Kann ich das so sagen? Ich glaube, wir waren letztes Jahr im Mai, als der erste Clip gekommen ist. Wir haben im März, April gedreht. Da war das Ding bei T3N auch so gerade in der Diskussion. Und die Leute wussten gar nicht, was ist das überhaupt? Ja. Metaverse. Und ganz ehrlich, ich musste mich da selbst auch ein bisschen mit beschäftigen. Und dann habe ich erstmal Snow Crash gelesen zu Hause. Warte mal. Ich habe Snow Crash gelesen und ganz ehrlich, ich war angefixt, als ich die erste Brille dann hatte. Also ich habe mir jetzt mal so eine Oculus Quest 2 einmal geholt und die haben wir im Hotelzimmer in München ausprobiert und ich bin als allererstes Achterbahn gefahren. Mich direkt in der ersten Kurve da schön hingelegt. Ja. Naja, wo geht das denn jetzt? Nach deiner Meinung, wir sind ja bei Zukunft Personal und das ist so eine heikle Sache. Wir sehen auch hier überall Firmen, die etwas bewegen wollen, ja? Aber der Mitarbeiter oder Arbeiterin ist nicht vorbei. Wie sollen die das kombinieren? Also bei der Deutschen Bank zum Beispiel vielleicht. Da kann ich jetzt nicht für die Deutsche Bank reden. Hast du ja gesagt. Aber generell. Generell glaube ich, ist das Zuhören enorm wichtig, wo geht die Reise überhaupt hin. Ich muss, und das sehe ich generell für alle so, ein attraktives Arbeitsumfeld haben. Und da rede ich speziell über die Themen. Das heißt, was macht meine Company, wohin entwickelt sich das hin und welche Idee habe ich überhaupt für die Zukunft. Und deswegen darf ich auch dieses Zukunftsthema bespielen, dass wir sagen, wir schauen in die Themen und Trends, gehen in die Diskussion.
und schauen, welche Veränderungen könnten die einzelnen Themen denn überhaupt haben. Und wenn ich eine Veränderung feststelle, ändert sich ja mein Geschäftsmodell. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Finanzindustrie. Ja. Das heißt, ändert sich mein Geschäftsmodell, muss ich natürlich darüber nachdenken, wie bin ich morgen wieder überhaupt aufgestellt? Wen brauche ich dafür? Was mache ich überhaupt dafür? Mhm. Und die Finanzindustrie kommt in dem Moment wieder rein, wenn dann die Cashflows betroffen sind. Danke erstmal, dass du dabei warst. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr fragt den Jürgen. Aber hier... Martin, willst du noch was sagen? Seid bunt. Seid bunt. Torga hat das alles verpasst. Aber hier. Aber egal, der macht Selfies. Torga macht Selfies und das reicht auch. Alles gut. So, wir sehen uns bis bald.